Wenige Kilometer von der Ortsmitte von Palmarigi entfernt unter der reichen salentinischen Macchia Mediterranea und hoheitsvollen Pinien steht der Wallfahrtsort Montevergine. Die Kultstätte ist mit einer alten Legende verbunden, laut der ein Hirte auf der Suche nach seinem Taschenmesser dank der Erscheinung einer wunderschönen Dame eine mysteriöse Grotte entdeckte. Die Jungfrau ermahnte den Hirten, den Pfarrer und das ganze Volk von Palmarigi zu diesem Ort kommen zu lassen, die danach eine kleine Kapelle zu ihren Ehren im Jahr 1595 errichteten. Die heutige Wallfahrtsstätte von Montevergine, die auf die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts zurückgeht, hat eine schlichte und klare Fassade mit einem kleinen Kirchturm. Die Kultstätte steht auf einer alten byzantinischen Krypta. Im Inneren steht ein Altar mit einem alten, kreisförmigen Fresko der Madonna mit Kind in Büstenform. Auf der Decke steht das Wappen der Familie Vernazza, alte Lehnsherren des Ortes. Das Innere besteht aus einem einzigen Kirchenschiff und ist von einer eleganten Dachtraufe umgeben. Es ist von offenen Räumen, Rüstungen und prunkvollen Freitreppen gekennzeichnet, die zur unterirdischen Krypta und dann zur Apsis führen. Der Hauptaltar ist reich an Dekorationen und kunstvollen Friesen im Barockstil und wurde 1727 von Don Francesco Vernazza gebaut, der ihn mit vier von Blumenmotiven geschmückten Säulen verzierte. Auf der rechten Seite der Wallfahrtsstätte steht ein fast 2 Meter hoher Menhir, der christlichen Glauben und archaisches Heidentum vermischt, Symbol der Verehrung der Göttlichkeit der Natur und der Schöpfung. Der Menhir von Montevergine steht auf einem soliden Fundament aus Kalkgranit. Er stellt einen der zahlreichen Beweise von Megalithen, die im gesamten Salento verbreitet sind, dar. Auf der linken Seite der Wallfahrtskirche liegt eine Landzunge. Hier ist ein Pfad, der den Kreuzweg von Jesus symbolisiert und auf dem höchsten Punkt der Landzunge endet, wo die wunderschöne Landschaft von der Statue des Erlösers Jesus beherrscht wird. Das prunkvolle Artefakt ist gleichzeitig furchteinflößend und beachtlich. Es konnte das Bindeglied zwischen Gott und der Pracht der Natur dieser Landschaft und der Umgebung darstellen. Die Grundlage, die die Kultstätte kennzeichnet, ist das imposante Denkmal der Heiligen Maria von Montevergine. Es hat einen 35 Meter hohen Stufenunterbau mit der prächtigen Statue der Madonna, die die gesamte Landschaft beherrscht. Montevergine ist ein unberührter Ort, der Besucher, Wanderer und Pilger im Herz der Macchia Mediterranea unter himmlischen Düften und Farben versinken lässt.